glaube auf jeden Fall, dass das einer der schwersten Challenges ist, die ich je gemacht habe. Hä? 3, 2, 1 und let's go. So Freunde, erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt Motivation. Ja, Mann. Heute ist wahrscheinlich die Sprache komplett im Arsch. Nein, ich hoffe, ihr habt Motivation auf dieses Video, denn heute wird es wieder krass. Ihr habt ja schon mal das letzte Video gefeiert, wo wir gespielt haben. Wer jetzt letztes Scooter verlässt, bekommt 1000 Euro war das. Genau, stimmt, das war ja so. Und ihr seid komplett ausgerastet, ihr hattet Todesbock auf das Video, das hat euch übelst Bock gemacht. Und ich dachte mir einfach so, uns hat es auch Spaß gemacht. Warum machen wir es einfach nicht nochmal? Nur nicht mit einem Scooter, sondern mit einem Skateboard jeweils. Und Freunde, es war zu krass, wirklich. Zu krass das Video. Wir haben Stunden verbracht auf der Straße gefühlt, ne? Boah, hört sich das irgendwie hart sich an. Wir haben auf jeden Fall Stunden verbracht auf der Straße und es war, klar, es war schlimm, aber es war trotzdem auch witzig, weil man konnte halt die ganze Zeit was machen. Und ich dachte mir, das machen wir jetzt mal mit einem Skateboard, weil Henry und ich haben ein Skateboard jeweils. Ihr seht ja wahrscheinlich hier schon die zwei. Das ist Henrys Skateboard, das ist mein Skateboard. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr auch Bock habt auf dieses Video, denn ich bin richtig motiviert auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock drauf, wie ihr auch. Für die Leute, die mich nicht kennen, was geht es ja jeden Tag um 13 Mal ein Video hoch. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall hier diesen Kanal abonniert haben, damit ihr keinen Daily Vlog verpasst. Damit ihr auch überhaupt checkt, was für ungefähr ein Video das war. Schaut euch mal ganz kurz diesen kleinen Ausschnitt an von dem Video mit den Scootern. Sein Akku ist leer. Oh mein Gott, nein, sein Akku ist leer, Freunde. Gut, ihr habt's gesehen und es war zu crazy. Ich würde sagen, heute machen wir es genauso. Du bist auf jeden Fall auch am Start, ne? Okay, was denkst du? Wer wird gewinnen? Weil jetzt sind die Chancen wirklich gleich. Jeder hat das gleiche Brett gefühlt. Ich wollte sagen, diesmal ist es wirklich gleich. Ich glaube trotzdem, dass ich es wieder packe. Also, das andere bleibt mir ja nicht übrig. Warte, wieder? Letztes Mal hast du verkackt. Stimmt. Ich denke irgendwie die ganze Zeit, ich habe gewonnen, nur weil ich den E-Scooter hatte. Ja. Aber ich hoffe, dieses Mal gewinne ich wirklich. Ich gebe auf jeden Fall alles, so viel ich kann. Mein Skateboard und ich, wir packen das. Deshalb, ich hoffe es. Ja, ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass du gewinnst. Aber ich würde einfach sagen, Freunde, wir fangen auch jetzt an. Wir gehen auf jeden Fall jetzt auf unsere Skateboards. Und dann dürfen wir es auf jeden Fall nicht verlassen. Nochmal ganz kurz zu den Regeln. Man darf sich nirgendwo mit dem Skateboard irgendwo draufsetzen. Also man darf nicht, wenn man hier drauf steht, sich auf irgendwie eine Bank setzen oder so. Das zählt nicht. Man muss dauerhaft auf dem Skateboard stehen bleiben. Man darf sich auch nicht an so eine Laterne oder so festhalten. Ich denke mal, die Regeln sind ganz klar, oder? Ja, und ich merke gerade komplett, dass meine ganzen Sachen sind dreckig. Warum sind die dreckig? Von dem Video von gestern, glaube ich. Oh mein Gott, nervt. Und ich habe es nicht gecheckt, egal. Ist auch egal. Ich würde sagen, wir besteigen jetzt, oh Gott, das hört sich komisch an. Wir steigen jetzt aufs Skateboard drauf und dann würde ich sagen, fangen wir ab jetzt an die Challenge 3, 2, 1 und let's go. Oh Mann. Oh, das Gefühl ist eklig. Ich weiß nicht, wie sind deine Achsen? Sind die hart oder weich? Es ist relativ weich, deswegen würde ich sagen, es geht. Aber man kann so anschauen. Ja, ungefähr wie beim Scooter. Aber es ist übertrieben laut, vor allem, Freunde. Es ist gerade mal 8 Uhr morgens. Es ist wirklich laut und vor allem schön an einem Sonntag. Alter, die armen Nachbarn, ey. Ist so, die werden safe heulen, ey. Ich würde selber heulen. Ja, ich auch. Aber wir sind auf jeden Fall hier auf dem Skateboard drauf. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier ein bisschen, chillen einfach mal eine Runde, machen vielleicht die einen oder anderen Challenges, damit es einfach nicht nur so ist, dass wir einfach rumlaufen. Aber man muss halt so einen Anschwung machen. Das ist richtig schwer. Wirklich sehr nervig. Aber ich werde auf jeden Fall packen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf dieses Video. Er versucht schon ein paar Tricks. Ja. Digga, du bist risky unterwegs. Oh, oha, oha. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir melden uns auf jeden Fall, wenn irgendwas passiert ist. Jetzt heißt es erstmal hier auf dem Skateboard stehen bleiben und sich fortbewegen. Ob das was wird, weiß ich nicht. So, kurzer Bericht, Freunde. Wir sind immer noch hier in den Straßen. Ich weiß nicht, wir müssen die ganze Zeit durchgewunken holen. Es ist übelst nervig und vor allem richtig, richtig laut. Aber wir machen zwischendurch immer so Challenges wie, Henry, mach mal das, was du vorhin gemacht hast mit dem Olli oder so. Warte. Richtig risky ist das. Oh! Ihr müsst euch das so vorstellen, dass es wirklich sau anstrengend ist. Es ist wirklich so übertrieben anstrengend. Das ist anstrengender als das Rollerfahren. Wir sind erst, glaube ich, bei 20 Minuten oder so. Komplett genieselt. Ja, es ist richtig nervig. Ich habe keinen Bock, dass es richtig anfängt zu regnen. Ich auch nicht, aber wir müssen auf jeden Fall den ganzen Berg da hinten hochfahren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das alles noch packen. Es ist so viel anstrengender. Also ich habe, glaube ich, das erste Mal richtig geschwitzt beim Roller nach, ich weiß nicht, 40, 50 Minuten, nach 50 Minuten war es ungefähr. Junge, ich kann nicht mehr. Hier ist es so, dass man schon nach 5 Minuten schwitzt. Du musst mal kurz die Kamera halten. Ich will nämlich auch mal kurz einen Olli machen. Halt mal die Kamera bitte. Oh, Alter, es ist so laut, ne? Es ist auch laut. Ich glaube aber jetzt ist es halb 9 oder so. Ja, kann sein ungefähr. Okay, Olli. Yes. Easy. Oh, aber ich habe langsam echt keine Lust mehr. Es ist so übertrieben. Oh, anstrengend. Vor allem, wir müssen bergauf fahren, weil es da zu unserer Richtung geht, zu unserem Haus. Ich bin so weit gefahren, es geht gar nicht klar. Es ist bis jetzt eigentlich ganz in Ordnung. Man hat halt keine Probleme mit Hunger und Durst und so. Aber das nicht. Das ist eigentlich das Heißt, wir haben nicht vorhin gefrühstückt. Wir werden auf jeden Fall jetzt einfach weiterfahren. Das war auch eine Methode, wie man auch sich, oh nein, fortbewegen kann. Und zwar einfach an den beiden Enden stellen und einfach hier machen. Es sieht so geklappt aus. Nein. Oh, ja, das geht auch. Aber man kommt vorwärts. Ich mach's die ganze Zeit so. Oh nein, Auto hinter mir. Ich mach's die ganze Zeit so. So komme ich. Es ist so anstrengend, Mann. Oh. Es ist wirklich übertrieben. Oh nein. Jetzt wartet sie. Wieso wartet sie? Sie kann doch gerade vorbeifahren. Wieso wartet sie? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ach, nervig. Ich könnte einfach gerade vorbeifahren. Top.
Ciao. Ach. Okay, sie hat es geschafft. Keine Ahnung warum, aber jetzt kommt noch ein richtig krasser Trick. Oh. Boah, Alter, was? Ey, es geht um 5K, Mann. 5000 Euro. Ich mach sowas. Richtig dämlich. Aber, ich meine, sonst ist es ja nicht spannend, ne? Ja, das stimmt schon. Deswegen, schau mal her. Okay, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine mit richtig riskant. Was willst du machen? Hä? Was? Das ist so übertrieben, dass ich das so mache, ne? Das ist wirklich übertrieben. Stell dir jetzt mal wirklich vor, ich hätte es verkackt, dann hätte ich 5000 Euro jetzt verloren. Ich find's geil, mach ruhig weiter. Ich bin richtig mit dem Skateboard gegen mein Schienbein gesprungen. Aua. Das Skateboard ist gegen mein Schienbein gesprungen, besser gesagt. Was? Das hat richtig weh, aber was man auch richtig gut machen kann, es nieselt ja gerade, das ist halt ein bisschen nervig. Ja. Aber der Boden ist halt nass, deswegen kann man sowas machen. Das Board finde ich auch voll. Aha. Richtig geil. Naja, Freunde, wir fahren auf jeden Fall jetzt mal weiter. Mal gucken, wie lange es noch allgemein so geht. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Mein Rücken ist komplett nass, kommen die ganze Zeit Autos. Ja, aber die ganze Zeit. Oh. Vielleicht, wow, vielleicht fahre ich nochmal hier hoch und hol mir mal die Zeit. Oh. 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 Aber hier steht auch nichts. Langweilig. Wer will schon Zeitung sehen, richtig? Ja, ich muss auf jeden Fall mal runterkommen. Oh, oh, was? Alter, Alter. Ich würde sagen, wir fahren erstmal noch mal ein bisschen weiter Gegend runter. Ich melde mich auf jeden Fall gleich noch mal. Bis gleich. Oh, Freunde. Wir sind immer noch hier am Start. Fahren gerade hier diesen Hügel runter. Wir sind schon so übertrieben lange gefahren. Und es ist so laut, ne? Es haben sich schon so viele Leute beschwert. So, ey, yo, was soll das und so. Ich meine, sorry, geht nicht anders. Was soll man denn auch machen? Vor allem hier in so kleinen Gassen oder so ist es noch extrem lauter. Ich bin auf jeden Fall noch gut dabei. Henry auf jeden Fall auch. Niemand von uns ist bis jetzt abgestiegen. Ich warte nur drauf, bis er irgendwann absteigt. Und vor allem, ich würde auch niemals, also beziehungsweise darf niemand von uns den anderen umschubsen, weil das ist dann eine Disqualifikation. Das heißt, der andere bekommt dann das Geld. Deswegen ist alles easy. Aber ich würde sagen, ey, wie sieht's bei dir aus? Ja? Wie sieht's bei dir gerade aus? Anstrengend, Alter. Der kleine Berg hier macht wieder die Hölle. Ja. Vor allem die Steine sind hier ganz voll blöd. Es sind richtig fette Löcher überall. Ach, keine Lust mehr. Ja, nee, ich auch nicht. Vor allem, was man sagen muss, ist... Wow! Boah, war das knapp, Alter. Was man auch noch dazu sagen muss, ist... Ich wollte sogar wirklich noch vorher eine Jacke holen, weil ich dachte, es wird ein bisschen kalt, aber es ist so übertrieben warm. Und es ist so komisches Wetter. Es sieht richtig kalt aus, aber es ist gar nicht kalt. Es ist nicht kalt, es ist voll schwül und nieselt die ganze Zeit. Es ist richtig komisch. Ich hasse so ein Wetter. Ich auch ganz dolle. Aber ich würde sagen, wir machen wieder ein paar riskante Tricks, oder? Dabei. Okay. Ich würde sagen, du fängst einfach mal an. Versuch mal irgendwas. Fang einfach mal wieder nochmal an. Mit einem Olli oder sowas. Ich weiß nicht. Nein, pass auf. Aha, aha. Oh mein Gott, ich dachte, er stirbt wirklich. Er hat es einfach geschafft. Easy, first try. Ich muss auf jeden Fall erstmal hier weiter vorankommen, damit ich hier auch irgendwas sehe. So, ich will noch was sehen, Digga. 180 oder sowas. Aber warte, ich kann was anderes probieren. Und zwar... Ich war nämlich vorhin auch riskant. Du musst auch riskant sein. Ja, ich spiel mal. Ich kann auch mal was probieren, warte. Ich bin gespannt. Das ist übertrieben, Digga. Wir können beide auf den ersten Versuch überlegen. Das, ja, Alter. Sonst hättest du ja 5000 Euro verloren. Ja, ich wollte sagen, Alter, ich... Das ist richtig riskant gewesen. Ich lass das erstmal. Das ist so übertrieben. Es nieselt gerade schon wieder. Leider habe ich hier keine Pfütze, um es irgendwie euch zu zeigen, aber... Ich würde sagen, wir bleiben erstmal nicht hier, sondern fahren einfach weiter. Ja. Gehen mal da runter, mal gucken, was da so abgeht. Keine Ahnung, wo wir sind, aber ich meine, es ist gut, ist gut. Ja. Dann melden wir uns auf jeden Fall später. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welches Team gewinnen wird. Team Kiran. Also ich oder Team Henry, der da hinten steht. Wir gehen erstmal weiter ab in die Richtung. Okay, Freunde. Irgendwie sieht hier alles gleich aus. Das ist ganz komisch. Richtig komisch. Jede Straße hat irgendwie einen richtigen Wiedererkennungswert. Ich denke immer, wir sind hier in der gleichen Straße oder so. Aber ist null so. Es ist null so. Wir sind jetzt weitere, glaube ich, 20 Minuten gefahren. Ich weiß nicht, wie lange wir schon unterwegs sind. Auf jeden Fall schon seit 8 Uhr. Und es ist jetzt schon 9.40 Uhr. Also schon richtig lange. Langsam habe ich echt keine Lust mehr. Es ist richtig kalt geworden. Es nieselt immer noch. Schon die ganze Zeit. Oh, warte, da ist ein Auto. Ich muss ganz kurz mal an den Rand. Oh. Wow, Alter. Fühlt sich echt so an, als würde man laufen, wenn man so macht. Ja. Ey, ne? Das sieht so bescheuert aus. Okay, ich würde sagen, wir fahren erstmal weiter. Ich bring mal den Bürgersteig hier hoch und mal gucken, ob das was wird. Ich glaube nämlich eher nicht. Okay. Mein Grip-Tape ist schon komplett nass, weil es so regnet. Könnt ihr euch auch vorstellen. Meins vor allem. Bei mir sieht man auch richtig schon Pfützen hier drauf. Eklig. Aber wir springen erstmal hier rauf. Let's go. Oh, ich bleib ganz safe hinten. Alter, das war gut, das war gut. Digga, das ist eklig, weil das Grip-Tape so nass ist und man rutscht halt komplett schnell weg. Ja. Aber es geht trotzdem irgendwie. Aber ich komme mal irgendwie runter. Oh. Alter, knappes Ding. Aber der war. Wir leben hier so riskant, ne? Oh. Alter. Vor allem, das war gerade ein neuer Trick, den ich gemacht habe.
Komisch, das da drüben. Ja, ich noch nie gemacht. Das war so ein Pop-Shovel und dann vorne landen und ach, egal, ihr versteht das vielleicht, vielleicht auch nicht. Sagen, wir fahren erstmal weiter. Wie sieht's allgemein bei dir aus mit der Lage? Bei mir sieht's nämlich gerade nicht so gut aus. Ja, also bei mir ist es so richtig, dass die Füße komplett wehtun. Zum Glück habe ich mir so eine kaputten alten Schuhe angezogen, die doch bequem sind. Schon wieder ein Auto. Ey, hier fahren so viele Autos, ne? Die gucken uns auch mal alle Richtungen an. Aber ist auch komisch, wenn zwei Leute mit einem Skateboard hier stehen. Weil im Regen so mehr oder weniger. Ja. Aber ich habe langsam auch richtig Hunger, obwohl es erst 9.40 Uhr, 9.50 Uhr irgendwie so ist. Obwohl wir gefrühstückt haben. Meine Füße tun, wie gesagt, weh. Ich habe keinen Bock, dass ich morgen krank bin, weil es die erste Zeit nieselt. Ja, nee, ich auch nicht. Aber es geht um 5.000 Euro, Digga. Ich würde für 5.000 Euro krank werden. Ja, das ist ich auch. Also kommt drauf an, wie krank, aber ja, würde ich auch werden. Ich habe mich auch schon voll gewundert, so letztes Mal, als ich das Video gedreht habe mit 1.000 Euro, da schreiben welche in die Kommentare, Kiran, du hast nicht genug Geld, um 10.000 Euro zu spielen. Ey, ich meine, man muss erstmal das Geld haben, um 1.000 Euro einfach so auf den Kopf hauen zu können, so. Wisst ihr, was ich meine, so? Also, das soll jetzt no flex sein oder so, aber habt erstmal 1.000 Euro zur Verfügung, um es einfach so für ein dummes Spiel auszugeben, so, um eine Challenge. Aber man muss auch überlegen, verdienen mit sowas ja auch Geld, auch so mehr oder weniger unser Beruf, so. Richtig, und Leute haben keine Ahnung, womit wir wirklich unser Geld verdienen. Oh ja, das stimmt. 5.000 Euro ist auf jeden Fall eine heftige Sache, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich versuche nochmal was Krasses. Okay. Erstmal musst du meinen Schuh zumachen. Oh, es kommt schon wieder ein Auto. Nein, aber ich hoffe, wir stören hier nicht, oder? Nein, ich glaube nicht. Easy, Bro. So. Ich würde sagen, wir fahren aber erstmal weiter. Den Trick mache ich irgendwie später oder so. Und deswegen würde ich sagen, ich will nicht mehr, aber wir machen weiter. Leute, langsam macht es echt keinen Spaß mehr. Oh, Alter. Wir sind schon so lange unterwegs. Ich glaube, es ist jetzt schon 3/4 Stunde wieder vergangen. Ja. Langsam kriege ich echt kotzen meine Füße. Willst du herkommen? Ja, es ist nur so anstrengend. Keine Lust mehr. Das Ding ist halt, meine Füße tun schon so weh. Irgendwann muss da ja was passieren, weil wir können ja nicht die ganze Zeit einfach nur rumfahren. Wir müssen auch Tricks ballern. Oh. Alter, das ist eklig. Zum Glück hat es aufgehört zu regnen. Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile schon 11 Uhr oder so. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ja, das mein Handy ist nämlich jetzt leer geworden. Aber ich würde sagen, wir versuchen auf jeden Fall noch mal ein paar Tricks. Ich glaube auf jeden Fall, dass es einer der schwersten Challenges ist, die ich je gemacht habe. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen auf jeden Fall ein paar Tricks nochmal. Okay. Ich habe nämlich, ich glaube, bevor wir gefilmt haben, ich weiß nicht, was dazwischen noch alles passiert ist, aber ich habe gesagt, dass ich irgendwie noch einen Trick machen will. Und den will ich jetzt auf jeden Fall versuchen. Ich habe ihn noch nie versucht, aber ich meine, wir versuchen es einfach mal. Zieh durch, bin gespannt. Boah, ich habe so Bock auf das Geld, ne? Hä? Nee, mach weiter. Okay, ich würde sagen, ich habe ihn noch nie versucht, ne? Okay. Aber egal. 3, 2, 1 und let's go. Nein! Ja! Nein. Ja, ich kann runter! Du bist auf dem Boden! Nein. Du bist auf dem Boden! Ich kann runtergehen! Nein. Und jetzt gerade, wo es anfängt zu regnen! Alter! Das glaube ich nicht! Weißt Alter. Du, was ich machen wollte? Nein, nicht so wirklich! Zeig's mir schon mal! Ey, vor allem eine Sekunde nachdem du runtergegangen bist, bin ich sofort runtergegangen, weil ich wusste, ich kann jetzt runter. Es fühlt sich so befreiend an, endlich von diesem Dreck Skateboard runter zu sein. Skateboard, ich hasse dich! Geh bloß weg! Kannst du gerne mal zeigen? Wow. Jetzt kannst du gerne mal zeigen, was du... Boah, ich hab grad 5.000 Euro verloren. Ich muss erst mal klarkommen. Jetzt kommt schon wieder ein Auto. Ey, 5.000 Euro einfach verloren. Ich krieg's kotzen, aber ich zeig dir mal ganz kurz, was ich machen wollte. Okay. Und zwar wollte ich den Trick machen, dass man so macht und dann hier so oben drauf stehen bleibt. Das ist übertrieben. Ich dachte, er ist easy. Ich bin komplett weggerutscht. Ich bin so glücklich. Ich habe so keinen Bock mehr. Ich werde nicht nach Hause. Vor allem, ich glaube, das hat auch irgendwas mit Schicksal zu tun, was du jetzt gewonnen hast, weil ich letztes Mal gewonnen habe. Ja, hoffe ich jedenfalls. Ich würde einfach sagen, ich brauche erstmal jetzt eine Pause, ich brauche keine Ahnung, eine Massage, auf jeden Fall eine Dusche, ich bin komplett durchgeschwitzt. Ich auch. Essen, trinken, ich auch eigentlich alles, Grundpaket ist auf jeden Fall dann noch am Start. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen zu einem neuen Daily Vlog. Wenn ich morgen krank bin, sorry, dass es kein Video kommt, aber boah, ich werde safe krank, glaube ich. Wir sehen uns morgen, abonniert diesen Kanal für mehr Daily Vlogs, denn jeden Tag kommt hier um 13 Uhr ein Video hoch. Sämtliche Instagram ist unten eingeblendet, haut rein, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall morgen um 13 Uhr.